Jo Leute, was geht? Willkommen back zum weiteren Video hier auf unserem Kanal und hier heute zu der ersten Folge einer neuen Train to Glory. Kurz erklärt, eine Train to Glory ist eigentlich ganz einfach. Das ist quasi eine Sprint to Glory, nur dass wir jede Saison einen neuen Verein übernehmen müssen, bis wir eben mit einem die Champions League gewinnen und dann ist das Ganze vorbei. Ich habe das heute mit Salford City vor, also in der ersten Folge zumindest. Der Verein ist in der vierten englischen Liga, also in der niedrigsten, die es so, soweit ich weiß, in FIFA gibt. Und das ist die Mannschaft und die werden wir jetzt so versuchen zu verbessern, dass wir dann auch in der nächsten Saison ein gutes Jobangebot bekommen, beziehungsweise halt natürlich sehr weit oben in der Liga landen, damit wir überhaupt gute Jobangebote bekommen. Und deswegen werde ich jetzt erstmal die erste Hälfte der Transferphase simulieren, also die komplette Sommertransferphase. Und im Winter, ja, werde ich das Ganze auch nochmal schauen, ob ich da ein paar Spieler kaufe. Aber jetzt machen wir erstmal die Sommertransferphase. Die Transferphase ist vorbei, so sieht die Mannschaft aus. Auf dem ersten Blick hat sich denn nicht so viel getan und auch nicht so viel verbessert. Wenn wir jetzt mal auf den Transferverlauf gehen, sieht man aber, dass wir uns Stansfield in den Sturm geholt haben für 900.000 Euro. Burgess verkauft haben, dann Pirola gekauft haben. Den lieben N. Mai hier verliehen, genauso wie Tak Maui. Das ist in dem Fall ein Jugendspieler, den ich hochgezogen habe und auch Dakas verliehen haben. Einfach nur, dass der Kader ein bisschen kleiner wird und ja, die wirklich guten Spieler auch mehr spielen. Für alle, die Top-Transfers interessieren, Laporte, Milinkovic, Savic und Koundé sind in dem Fall vertreten. Und ich würde sagen, wir simulieren bis zum Winter und schauen mal, wie sich unsere Mannschaft schlägt. Okay, ich kann schon mal eins sagen, es ist gar nicht gut gelaufen. Wir haben extrem viele Spiele verloren. Wir können jetzt nochmal auf die Liga schauen. Okay, wir sind hier in der dritten Runde. Das ist gar nicht so schlecht, dass wir wenigstens in einen Pokal weiterkommen. Aber in der letzten englischen Liga sind wir einfach auf dem viertletzten Platz mit nur 25 Punkten. Und das, obwohl wir eine extrem gute Mannschaft haben. Und das verstehe ich absolut gar nicht. Denn wenn man sich die Mannschaft ansieht, die ist halt nicht schlecht. Okay, dieser Löwe oder Lowe, oder wie man ihn auch immer ausspricht, der ist verletzt, aber da haben wir eigentlich in der Hinterhand jetzt auch nicht die allerschlechtesten Leute. Dann haben wir den 74er Links-Mittelfeldspieler. Dann haben wir halt auch einfach generell noch einen 66er Innenverteidiger, einen 65er Torwart und generell auch einen 64er Stürmer. Also das ist nicht so, als ob der gar keine Tore schießen könnte. Also wir haben eigentlich eine extrem gute Mannschaft, nur ich verstehe halt nicht, wie wir so schlecht dastehen können. Also da muss sich auf jeden Fall noch vielleicht ein bisschen was tun auf dem Transfermarkt. Nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Und was mir gerade auffällt, ist, dass wir überhaupt keinen Torhüter-Backup haben. Nicht, dass es darin liegt, weil unser Torhüter nicht alle Spiele gemacht hat, weil er verletzt war oder irgendwie so. Aber 30 Einsätze, das sind so gut wie alle Spiele. Das bedeutet, ja okay, wir werden dann schon noch einen Torwart-Backup holen, aber ansonsten kann es nicht am Torwart liegen, so. Auch die Spiele entwickeln sich extrem gut, nur ich verstehe nicht, wie wir so schlecht dastehen können. Naja, ich werde mal schauen, was ich noch auf dem Transfermarkt tun kann, was das Geld angeht. Ich meine, wir haben immerhin 146.000, da wird sich jetzt nicht so viel tun, aber vielleicht hole ich einfach einen Torwart vom freien Markt. Getan hat sich in der Transferphase eigentlich nicht viel. Ich habe nur einen Transfer in Anführungszeichen getätigt, weil das war ein Spieler vom freien Markt. Und zwar, die Spieler gehen alle ablösefrei nach der Saison, aber da bin ich ja eh weg. Ich habe diesen Marinovic hier ablösefrei geholt zu uns. Der hat eine 69er Gesamtstärke und war der einzige Torwart auf dem freien Markt. Dementsprechend ist er jetzt Stammkeeper. Ich hätte aber auch einen mit einer 41 geholt, als Backup-Keeper halt einfach. Aber die verlaben jetzt einen besseren Torhüter und vielleicht können wir es jetzt mal schaffen, da unten rauszukriechen. Einen Platz haben wir immerhin schon mal gut gemacht und das soll genauso weitergehen. Ihr seht's. Das war ein recht erfolgreicher Monat und wie gesagt, ich will das einfach gut zu Ende bringen, damit wir ein gutes Jobangebot bekommen. Also sehen wir uns am Ende der Saison wieder. Es ist das Ende der Saison und ich sag's ganz ehrlich, es war zwar erfolgreich, aber jetzt auch nicht mega erfolgreich. Nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Wir stehen zwar auf dem 13. Platz und haben unfassbar viele Plätze gut gemacht, aber wir hatten halt so absolut gar nichts mit dem Aufstiegskampf zu tun, hätten zwar mit ein paar Punkten mehr sehr viel gut machen können, wobei, doch, wir hätten eigentlich mit 3 Punkten mehr, hätten wir schon voll im Aufstiegskampf teilgenommen. Was ein bisschen blöd ist, weil hätten wir nur ein paar Spiele mehr gewonnen oder zumindest unentschieden gespielt, dann wären wir wirklich besser gewesen. Gut, das ist die Mannschaft am Ende der Saison, das ist, ja, das ist schon sehr gut. Also eigentlich müssten wir mit dieser Mannschaft aufsteigen, weil, ihr seht ja, also das ist für die vierte englische Liga schon etwas zu gut. Aber wir sind nicht aufgestiegen und dementsprechend werden wir auch nicht die allerbesten Jobangebote bekommen, hoffentlich irgendwie von der dritten Liga oder irgendwie so. Momentan sind noch keine Trainerstellen verfügbar, ich werde jetzt immer ein bisschen durchsimulieren und euch dann Bescheid geben, wenn ich Trainerstellen
bekommen habe oder wenn ich ein paar angezeigt bekomme. Gut, folgende Trainerstelle nehme ich jetzt an: Cambridge United. Die sind im Tabellenmittelfeld der dritten Liga gelandet und die haben mir ein Angebot geschickt. Ich werde das Ganze annehmen und dementsprechend sind wir dann nächstes Jahr in der dritten englischen Liga und hoffentlich können wir mit ihnen einen Aufstieg schaffen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Problem dabei ist jetzt eben, dass wir in der ersten Saison, warum auch immer, mit einer sehr guten Mannschaft nicht das Ganze nicht geschafft haben, aufzusteigen. Also muss ich mal schauen, wie ich das mit jetzt in der dritten Liga hier mache. Zehnter, das ist eigentlich voll gut. Die haben auch eine Mannschaft, die gar nicht so schlecht ist, wobei die in der, einfach meine Mannschaft davor war einfach besser als die hier. Und wir sind nicht in die dritte aufgestiegen, aber wir werden alles tun, damit wir mit dieser Mannschaft in der nächsten Folge dann aufsteigen. Dementsprechend lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.